Mickey ist süß, flauschig und unglaublich klein. Selbst Kinder könnten das 6 Wochen alte Pony mühelos hochheben. Es wiegt 12 Kilo und misst nur 44 Zentimeter Schulterhöhe. Selbst wenn Niki eines Tages ausgewachsen ist, kann kein Kind auf ihm reiten. Carmen Gebhardt und ihre Kollegen vom Verein Pony e.V. lieben das Mini-Pony trotzdem. Zum Glück, denn von seiner Mama Niki wurde es verstoßen. Also vor allem waren wir unglaublich traurig, als wir morgens kamen und dieses winzige kleine Pferd dort gesehen haben. So ganz alleine zitternd stand das außerhalb vom Stall. Es war auch noch kalt, früh im Mai. Und es zerreißt einem das Herz, wenn dieses winzig kleine Tierchen mit den großen Kula-Augen von dieser Mutter so übelst verdroschen wird. Also das war richtig, richtig, richtig schlimm. Also wir haben schon fast an uns halten müssen, dass wir nicht Wut auf diese Mutter kriegen, die aber letzten Endes auch nichts dafür kann. Pony-Mama Elsa wuchs unter extrem schlechten Verhältnissen in einem Schweinestall auf und weiß es nicht besser. Gut, dass Pony Niki jetzt hier auf dem Schlosshof in Frankleben von Menschen aufgepäppelt wird. Mit Fohlenersatzmilch, alle 2 Stunden bekommt Niki eine Schüssel voll. Aber mehr als 70 Zentimeter Höhe wird sie trotzdem nie erreichen. Und man paart halt immer kleinere Exemplare mit immer kleineren an und versucht, die so klein wie möglich zu züchten. Das ist so ein Pferde-Chihuahua oder sowas in der Art. Ein paar Monate darf Niki noch im Schlosshof toben, dann muss ein neues Zuhause her. Das Besondere, Niki soll verlost werden. Jedes Los kostet 5 €, die dem Verein Pony e.V. zugutekommen. Allerdings müssen die Lebensumstände für Niki dann auch stimmen. Wir werden natürlich eine Platzkontrolle machen. Das heißt, nicht jemand in Halle Neustadt darf sich Niki auf den Balkon stellen. Leider, leider. Das ist ein ganz normales Pferd, auch wenn es klein ist. Das braucht Lebensbedingungen wie ein Pferd. Es braucht also einen vierbeinigen Gefährten. Es braucht seinen Auslauf, es braucht seine Wiese und sein Heu und sollte unter Pferdebedingungen gehalten werden.